Alles immer gut. Wer fängt an? Du? Ich? Ich dachte ja, du wolltest anfangen. Hallo, liebe Zuschauer. Wir begrüßen euch herzlich auf unserem neuen Kanal Natur und Meer. Viel Spaß beim Ansehen. Heute wollen wir den Biberfraß an der Donau hier ganz bei uns in der Nähe genauer unter die Lupe nehmen. Ja, das wird super spannend. Bestimmt. Und schon mal danke, dass ihr dabei seid. Na dann, los geht's! So, nun nehmen wir euch mit auf unsere kleinen Entdeckungstour. Sieht doch ganz nett aus hier bei uns. Geh doch mal da ins Bild ein bisschen zu dem Baum. Ah, da ist der Justus. Gut. Ja, ist ganz schön heute das Wetter, ne? Ja. Prima. Gehst du mal runter. Okay. Ich komme auch hoch. Upsa. So, jetzt schauen wir mal hier den schönen Baum auch an. Ne? Wow. Ist ja super. Ja, sehr gut. Und da sieht das so schön farbig aus, ne? Ja, dann geh mal da weg. Du bist direkt davor. Man kann es gar nicht richtig sehen. Ja, oh ja, das ist ja auch toll. Das sieht ja richtig cool aus hier. Guck dir das an. Da siehst du richtig die Fraßspuren, ne? Von dem Biber. Kannst du das hier sehen? Ja. Ganz toll, die Fraßspuren sieht man, ne? Zeig's nochmal hin, wo ist das denn da genau? Da und da. Da auch? Oh ja, richtig toll. Da sieht man ja richtig stark die Fraßspuren. Wahnsinn.
Ja, wir schauen hier heute mal bei unserem Donauparksee nach dem Biberfraß. Ja, man sieht ihn da schon ein bisschen im Hintergrund. Ja, man muss das mal näher angucken. Ja, das ist der Biberfraß. Da hat er ganze Arbeit geleistet, der Biber. Muss man ja schon sagen. Naja, tolle Sache. Und hier wieder die Fraßspuren, ne? Hier, oh, wie er hier so richtig in den Baum hineingefressen hat, ne? Das ist ja schon toll. Und dann siehst du, hier sieht man dann wieder die, zeig mal hin, da wo die ganzen Knabberspuren sind. Da sieht man das dann, ne? Naja, das ist ja wirklich erstaunlich. Was sieht man da noch? Die Sägespäne hier. Sollen wir das mal angucken? Oh ja, da sieht man noch die Sägespäne, ne? Hast du recht. Das ist ja wirklich lustig. Und das, wenn da noch ein anderes Tier vielleicht was gebuddelt hat. Guck mit dem Loch. Das sieht mir nach einem anderen Tier aus. Meinst du nicht auch? Ist vielleicht ein Mauseloch. Mhm. Hier unten endet es wieder. Ja, das sehr interessant. Das könnte ein Mauseloch sein, weil hier so ein Mausekäfig. Das könnte sein, ja. Auf jeden Fall sehr interessant, diese Knabberspuren. Und dann ist es einfach nachher hier abgesägt worden, so wie es aussieht, ne? Guck mal, so große Späne macht der, ne? Ja. Zeig's mal in die Kamera. Ist ja riesig, der Span, ne? Ja, toll. Mhm. Tolle Sache. Jetzt gucken wir uns das hier unten noch genauer an. Alles voller Späne. Die sind ja riesig. Ist ja so ein Biber. Das ist schon was, ne? Welches Loch? Den zeigst du mir nochmal genau. Das da. Ach so, da ist so eins, ne? Da unten in der Erde drin. Ja. Oh, hier schreit aber irgendein Vogel, der es nicht will, dass wir hier gucken. Und da hinten ist ja auch sowas. Ja, erstaunlich. Naja, komm, wir gehen wieder. Hm? Die Späne ist so hart. Ja. So, hier gibt es noch mal ein bisschen Biberfraß. Schauen wir uns das noch mal zusammen an. Da ist es zu sehen. Oh ja, da hat er ja ganze Arbeit geleistet. Kann man so sagen, ne? Und wieder diese großen abgeschälten Holzstücke. Ja, das ist doch interessant. Ach, und da? Da sind die Fraßspuren und das ist das Stück, das er abgeknabbert hat, offensichtlich. Ne? Und da sind auch nochmal Fraßspuren. Ja. Da unten, ne? Oh ja, da sind nochmal wieder die Fraßspuren. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Ja, da sieht man richtig die Zähne. Tolle Sache. Und das hier vor dieser schönen Kulisse. Westparksee. Tja, heute ist das Wetter nicht ideal, aber was will man machen? Hauptsache, wir sind draußen zu diesen Zeiten. Besser draußen als in der Bude. Gut, weiter geht's. Hasenkacke, das muss man näher anschauen, ne? So, wo die Hasenkacke ist.
Naja, das könnte welche sein, würde ich sagen, ne? Oh ja, da hast du wohl recht. Ist also nicht nur der Biber hier. Könnte sein, ja. Ist nochmal vom Biber was. Ist ein ganz bisschen angefressen. Hm? Naja, da hat er sich auch versucht, auf jeden Fall. So, dann geht's allmählich nach Hause. Vielleicht haben wir gleich noch Glück und schauen noch mal, ob wir den Biberbau finden. Und wenn nicht, dann ist das auch was fürs nächste Mal. Also, bis bald. Also hier ist die Stelle, wo wir vor ein paar Tagen schon mal waren, und erstaunlicherweise hat er hier noch mehr abgeknabbert, der gute Biber. Also er hat ganze Arbeit geleistet, er oder sogar er und seine Familie. Riecht wirklich erstaunlich, ne? Was hast du da? Ein besonderes Biberfrühstück in verschiedene Teilen. Stimmt. Und das riecht auch gut? Ich hoffe schon. Ja. Ja, und hier sieht man doch ordentlich den Fraß und das Resultat davon, die Späne. Wirklich sehr erstaunlich. So, hier bin ich nun zurück im warmen Zuhause und ja, draußen war es tatsächlich doch sehr ungemütlich. Ich hatte euch mitgenommen zu einem kleinen Spaziergang näher der Donau auf der Suche oder den Spuren von Bibern. Ja, und ein bisschen was haben wir gefunden. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht noch die Chance, auch die Biberburg zu sehen. Sollte euch das Video und unser kleiner Ausflug gefallen haben, dann lasst mir doch ein Like da. Und vielleicht ja sogar ein Abo.
Auf jeden Fall würde ich mich aufs nächste Mal freuen. Tschüss.